Millionen Menschen fahren täglich an die deutschen Tankstellen. Unzählige sind genervt von hohen oder sich ständig ändernden Spritpreisen. Das ist dann ärgerlich. Wenn man anfährt und guckt, der Preis, dann ist man an der Kasse, hat er sich schon gerade verstellt wieder. Ne? Man ist ja gezwungen, die Preise zu zahlen. Auch die Tankstellen-Shops sorgen bei vielen für Unmut. Ich kaufe nichts, ne? Kauf hier keinen Riegel Schokolade, der 20% teurer ist. Ne? Viele Tankstellenpächter würden die Waren gerne billiger anbieten, können das aber nicht. Ein Pächter des deutschen Marktführers Aral packt aus, anonym. Man hat kaum noch Geld zum Leben, dass man so unter Druck steht. Man weiß nicht mehr, was man machen soll. Die Aral ist Teil des Weltkonzerns BP. Wie sich ihr Geschäftsgebaren auf Beschäftigte auswirken kann, darüber berichtet eine Angestellte. Aus Angst davor, ihren Job zu verlieren, verdeckt. Viele sind mit ihrem Lohn nicht zufrieden. Davon kann man ja nicht leben. Das Geschäftsmodell Tankstelle steht in der Kritik. Der Profiteur dieses Geschäftsmodells sind die Mineralölgesellschaften. Die Leidtragenden sind die Betreiber, die Pächter und bei der Hochpreispolitik auch immer wieder die Autofahrer, die am Ende des Tages auch dafür zahlen müssen. Was läuft schief an den Tankstellen? Die Aral betreibt in Deutschland rund 2500 Tankstellen. Über die Hälfte davon sind verpachtet. Einmal volltanken für gut 70 Euro. Am Sprit verdient ein Tankstellenbetreiber so gut wie nichts. Im Shop kaufe ich Getränke, Süßigkeiten und Chips. So wie täglich tausende andere Autofahrer auch. Ich will wissen, wie viel kosten die Waren im Vergleich zu denen im örtlichen Supermarkt. Die Unterschiede sind bemerkenswert. Die Dose Cola kostet in der Tankstelle 1,19 Euro und damit ist sie doppelt so teuer wie im Supermarkt. Die Chips kosten in der Tankstelle 3,99 Euro, im Supermarkt 2,15 Euro. Die Flasche Wasser kostet in der Tankstelle 1,99 Euro, mehr als dreimal so viel wie im Supermarkt. Die Stichproben sind willkürlich ausgewählt und nicht repräsentativ. Ich möchte von Pächtern der größten deutschen Tankstellenkette Aral mehr über ihre Preisgestaltung erfahren. Guten Tag, ich bin vom ZDF. Wir machen einen Film über Tankstellen. Sind Sie hier die Chefin, die Pächterin? Ich darf keine Auskunft geben, das ist uns untersagt worden. Der nächste Versuch. Moin, ich bin vom ZDF. Mach einen Film über Tankstellen. Dürfen Sie leider nicht mich fragen. Das muss alles über die Zentrale in Bochum laufen. Sie sind die Pächterin, können aber nichts sagen? Genau. Ein Maulkorb für selbstständige Unternehmer? An der nächsten Tankstelle lässt sich ein Pächter wenigstens ein bisschen in die Karten schauen. Er erzählt mir unter anderem, wie viel er an einem Liter Sprit verdient. 1 Cent brutto am Liter, das heißt, ich könnte noch nicht mal Strom bezahlen und Lampen anmachen pro Tag. Und wie läuft das? Sie sind da ganz frei in dem, wie Sie da agieren können? Man ist schon frei, man ist ja Unternehmer. Man wird natürlich nicht überall beschnitten, aber man wird natürlich so ein bisschen eingegrenzt in den Dingen, die man da zu tun und zu lassen hat, ist ja ganz klar. Etwa 1 Cent pro Liter Benzin, eingegrenzt im Shopgeschäft. Maulkörbe. Das macht mich neugierig. Bei meinen weiteren Recherchen erfahre ich, der durchschnittliche jährliche Verdienst eines Tankstellenpächters in Deutschland soll gerade einmal zwischen 32.000 und 37.500 Euro pro Station liegen. Und das brutto. Sozialleistungen und Versicherungen gehen davon noch ab. Hinzu kommt, viele Pächter seien verschuldet. Wie kann das sein? Ich versuche, mit einem Aral-Pächter ins Gespräch zu kommen. Nach zahlreichen Telefonaten finde ich schließlich einen, der sich traut, vor der Kamera auszupacken. Seine Bedingung, er will nicht erkannt werden. Er hat Angst, von der Aral Ärger zu bekommen. Ich mache mich auf den Weg zu dem Pächter. Nennen wir ihn Peter R. Vor vielen Jahren hat der Familienvater eine Tankstelle übernommen. Er war überzeugt, als selbstständiger Unternehmer müsse er nur fleißig genug sein,
dann könne er gut verdienen. Doch sein Plan sei nicht aufgegangen. Man hat kaum noch Geld zum Leben und dass man so unter Druck steht. Man weiß nicht mehr, was man machen soll. Wenn ich das umrechne, dass ich 24 Stunden im Einsatz sein muss für die Station und dass man rechne, was ich an Gewinn habe, habe ich mir ausgerechnet, liege ich in der Stunde bei 2,41 Euro. Die Putzfrau und jeder Angestellte, auch wenn er so niedrig bezahlt ist, hat im Grunde genommen mehr als ich selbst. Ein großes Problem sei, dass er zwar die Risiken eines Selbstständigen trage, tatsächlich aber bestimme die Aral beispielsweise das für den Pächter so wichtige Shopgeschäft. Der Pächter beklagt, die Aral schreibe ihm vor, von wem er seine Ware beziehen müsse. Interne Unterlagen des Pächters zeigen, für die Cola von Aral zahlt Peter R. 1,60 Euro. Beim örtlichen Großhändler kostet sie nur 1,17 Euro. Auch die Chips seien 30 Cent teurer. Sein Vorwurf, die Aral kassiere so ab. Die Gewinnspanne für den Pächter werde bewusst klein gehalten. Was den Pächter ärgert, dieses Vorgehen sei auch noch legal und offiziell stehe in dem Vertrag zwischen der Aral und dem Pächter auch nichts von Pflichtlieferanten. Vom Einkauf bin ich an Aral gebunden, laut Vertrag natürlich nicht. Da steht, dass man im Einkauf frei ist. Es gibt nur Empfehlungslieferanten, aber es wird einfach durchgesetzt. Es gibt Abmahnungen oder es gibt eine Kündigung ohne Grund. Dann wird der Vertrag aufgelöst und dann ist man weg. Ist Ihnen damit auch schon gedroht worden? Ja, man hat mir einfach gesagt, dass man mir empfohlen hat, die Sachen weiter von Aral zu kaufen, sonst würde die Daumenschraube angedreht oder es wird zur Kündigung kommen oder die Pacht wird noch sportlicher. Die konkreten Vorwürfe des Pächters kann ich nicht überprüfen. Sie haben es aber in sich. Wer nicht spurt, dem werde mit Kündigung seines Pachtvertrages gedroht. Viele Pächter würden das als Druckmittel empfinden, beklagt Peter R. Am Ende hätte man aber keine andere Wahl. Ich schaue mir den Pachtvertrag mit der Aral noch einmal genauer an. Darin heißt es: Der Vertrag kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende gekündigt werden. Nach Ablauf von 12 vollen Vertragsmonaten verlängert sich die Frist auf 6 Monate. Im Klartext heißt das, den Pächtern kann jederzeit gekündigt werden. Grundlos. Und je nach Vertragsdauer innerhalb nur weniger Monate. Und das ist noch nicht alles. Die Aral soll in der Vergangenheit zusätzlich zur regulären Pacht auch sogenannte Sonderpachten erhoben haben, eine Art willkürliche Mieterhöhung. Viele Vorwürfe gegen die Aral. Ich bitte das Unternehmen um ein persönliches Interview. Das wird abgelehnt. Bochum in Nordrhein-Westfalen. Hier hat die Aral ihren Hauptsitz mit rund 1000 Mitarbeitern. Bundesweit gibt es etwa 14.000 Tankstellen. In Deutschland ist Aral der Marktführer. Im Jahr 2002 wurde Aral von der britischen BP übernommen, einem der größten Energieunternehmen der Welt. Der Gewinn des BP-Gesamtkonzerns im Jahre 2013? Über 13 Milliarden Dollar. Meine Fragen an die Aral habe ich schriftlich eingereicht. Die Vorwürfe aufgelistet. Punkt für Punkt bitte ich das Mineralölunternehmen um eine Stellungnahme. Auf die Frage, ob Pächtern mit Kündigung gedroht werde, wenn sie nicht Waren von den empfohlenen Händlern beziehen, antwortet Aral: Uns sind solche Situationen nicht bekannt. Und bezüglich der Sonderpachten heißt es: Wir können hierzu keine Bewertung abgeben, da wir keine Sonderpachten erheben. Einige Wochen später wird mir ein Datenträger zugespielt. Ein USB-Stick. Darauf ein Film von einer internen Aral-Veranstaltung. Sie fand 2011 in einem Berliner Kongresszentrum statt. Ein sogenanntes Partnerforum. Hier trafen sich hochrangige Aral-Manager mit Aral-Tankstellenpächtern. Zahlreiche strittige Themen und kritische Fragen wurden von der Aral vorformuliert. Die Pächter konnten dann auswählen, welche Fragen diskutiert werden. Zum Thema Sonderpachten berichtete ein Aral-Manager auf der Veranstaltung Erstaunliches.
Offenbar wurden einige Pächter zur Kasse gebeten. Ich erinnere mich gut an eine Phase, in der ich eben auch sehr herausfordernde Ziele hatte als Distriktleiter und die auch unbedingt erreichen wollte, weil ich dachte, ich bin das meiner Firma schuldig, denn ich hatte auch ein Versprechen abgegeben. Und ich weiß genau, dass ich damals mit meinen Bezirksleitern gesprochen habe und wir sind zu einigen leistungsstarken Partnern gegangen und haben eben am Jahresende, und ich muss sagen, unabgesprochen nochmal auf die Tränendrüse gedrückt und haben um Sonderpachten gebeten. Und das ist eine Situation, da würde ich heute den Weg nicht mehr gehen. Und ich bereue das auch, dass ich das getan habe. Intern räumt die Aral damit ein, dass in der Vergangenheit tatsächlich Sonderpachten erhoben wurden. Und aktuell? Ich frage erneut bei Aral nach, doch das Unternehmen bleibt bei seiner Antwort. Wir können hierzu keine Bewertung abgeben, da wir keine Sonderpachten erheben. Ich bin auf dem Weg nach Bayern, will einen unabhängigen Pächterberater treffen. Achim Hirsch hat jahrelang eine Aral-Tankstelle betrieben, bis er schließlich entnervt ausgestiegen ist. Er erzählt, eines der größten Probleme der gesamten Branche sei, dass der Gewinn der Pächter von den Mineralölgesellschaften gedeckelt werde. Läge ein Pächter mal über dem erwarteten Gewinn, sei es üblich, dass die Gesellschaften abkassieren. Etwa durch Pachterhöhungen oder eben durch Sonderpachten. Aus meiner Sicht ist es krank, weil es dem Pächter in keinster Weise die Möglichkeit gibt, als selbstständiger Unternehmer, der er ja laut Vertrag ist, auch auf seine Gewinnsituation und Ertragssituation richtig Einfluss zu nehmen. Er kann es nicht, weil am Ende des Tages sagt ihm die Gesellschaft, gut gearbeitet, aber das Geld kriegen wir, das bleibt nicht auf deinem Konto. Die Lage vieler Pächter sei mitunter katastrophal, sagt er mir. Achim Hirsch zeigt mir vertrauliche Aral-Daten aus 2011. Hier sehen Sie das Original, die Originalplanungsunterlagen aus dem Haus Aral. Hinterlegt sind alle Pachtstationen. Von den rund 2500 Tankstellen, die die Aral betreibt, sind laut dieser Liste mehr als die Hälfte verpachtet. Setze ich jetzt hier den Filter und will wissen, wie viel überschuldet sind, dann zeigt er mir hier 488 Tankstellen, die im Durchschnitt mit 27.000 Euro in 2011 überschuldet sind. Das sind laut dieser Aufstellung mehr als ein Drittel aller Pächter. Aber das tut dann auch schon weh. Man also wirklich, wenn Sie sehen, wie die Menschen dort her keinerlei Existenz haben, wie teilweise auch Haus und Hof weg sind, also das ist schon heftig. Aber wie zuverlässig sind die Daten des ehemaligen Aral-Pächters? Das will ich von der Aral wissen und frage nach. Die Aral teilt mir schriftlich mit, zur Verschuldungsquote der Pächter könne sie keine Angaben machen. Und sie weist darauf hin, nach den uns vorliegenden Informationen lag der Gewinn der Aral-Tankstellenpächter 2013 als Einzelbetreiber durchschnittlich bei über 55.000 Euro. Als Mehrfachbetreiber lag er mit über 80.000 Euro deutlich darüber. Aber keine offizielle Auskunft darüber, wie viele Pächter Gewinne erwirtschaften und wie viele Pächter bei der Aral verschuldet sind. Besonders interessant ist deswegen das interne Firmenvideo von der Aral-Veranstaltung 2011. Wir haben ein gutes Drittel, ein sattes Drittel an Partnern, die überschuldet ist. Das heißt, die ein Betriebskapital unter Null hat. Wir haben gute 10%, die ein Betriebskapital zwischen 0 und 10.000 Euro hat, wo wir glauben, das ist eher knapp. Für viele Pächter scheint das Tankstellengeschäft also tatsächlich nicht besonders lukrativ zu sein. Zumindest nach dem, was auf der Aral-Veranstaltung gesagt wurde. Mir gegenüber will sich Aral dazu nicht äußern. Aber warum haben so viele Pächter Schwierigkeiten, vom Tankstellengeschäft gut zu leben? Die fünf großen Mineralölgesellschaften Total, Jet, Shell, Esso und Aral beherrschen den Markt in Deutschland mit rund 70% Marktanteil. Das Geschäftsmodell für die Pächter ist bei den sogenannten Big Five ähnlich. Den Tankstellenshop und zum Teil Waschanlagen und Werkstätten betreibt ein Pächter als selbstständiger Unternehmer. Mit den dazugehörigen Risiken. Im Spritgeschäft der Konzerne ist der Pächter als sogenannter Handelsvertreter tätig. Das bedeutet,
Er verkauft den Kraftstoff im Namen der Mineralölgesellschaft. Dafür erhält der Pächter eine Provision. Die liegt bei etwa einem Cent pro verkauftem Liter Sprit. Teilweise darunter. Von einer Tankfüllung von 50 Litern bekommt ein Pächter also gerade mal um die 50 Cent. Teilweise sogar noch weniger. In Bonn bin ich mit Jürgen Ziegner vom Zentralverband des Tankstellengewerbes verabredet. Er vertritt rund 3000 Tankstellenunternehmer von unterschiedlichen Gesellschaften. Die seit Jahren sinkenden Provisionen in der Branche seien ein Grund für die schwierige Lage vieler Pächter. Zum einen haben einige Mineralölgesellschaften Provisionen heute auf ein Niveau runtergeschraubt, dass man sie tatsächlich mit diesem Begriff der Hungerprovision umschreiben kann. Größenordnungen von 0,5 bis 0,6 Cent für jeden verkauften Liter führen dazu, dass sie vielleicht gerade noch das Kassenpapier davon bezahlen können, aber mit Sicherheit nicht mehr das Kassenpersonal. Laut Jürgen Ziegner sei der Tankstellenmarkt in Deutschland hart umkämpft. Viele Gesellschaften würden versuchen, aus dem langfristig schrumpfenden Markt mehr herauszupressen. Und das mit aller Macht. Was gerne vergessen wird, ist, dass wir als Verpächter teilweise Tochtergesellschaften der größten Konzerne der Welt haben. Natürlich sind das Machtverhältnisse, die sich dann auch später dokumentieren. Die Frage ist natürlich, wie übt man so eine Macht aus? Und daran, an dieser Frage, entscheidet sich dann hinterher auch, wie fair der Umgang mit den Partnern ist. Bei meinen Recherchen stelle ich fest, von der Aral fühlen sich einige Pächter nicht besonders fair behandelt. Im Sauerland bin ich mit jemandem verabredet, der über 20 Jahre lang für die BP und die Aral in Bochum tätig war. Günther Lohmann war als sogenannter Change Coach mitverantwortlich dafür, dass ein Effizienzprogramm an den Tankstellen durchgesetzt wurde. Die Tankstellen sollten wirtschaftlicher arbeiten und noch mehr Gewinn abwerfen. Der Druck ist erheblich mehr geworden. Es war so, sie haben einen Druck insofern gehabt, dass sie wussten, welches Ziel sie zu erreichen haben. Und es spielt auch keine Rolle, wie das zu erreichen ist. Es mussten die Vorgaben umgesetzt werden, es mussten die Vorgaben eingehalten werden. Und da hatte der Pächter auch das zu machen, was wir sagten. Günther Lohmann erklärt, wie bei der Aral gearbeitet wurde. So hätte er zum Teil radikal in die Abläufe an den verpachteten Tankstellen eingegriffen. Personalplanung, Kundenkontakte, Warenpräsentation, alles sei exakt vorgegeben worden. Die Ideen und Pläne wurden in der Bochumer Aralzentrale entwickelt. Dann gab man sie an die Pächter weiter. Sein Ziel: die Ausgaben sollten gesenkt werden. Man hat Möglichkeiten, dann auf den Pächter massiv einzuwirken, um massiv zu sagen, wir wollen einfach dort eine Änderung haben. Wir wollen einfach bei der Kostenstruktur eine Änderung haben. Und dazu gehört natürlich zwangsläufig eventuell auch das Personal. Die haben Einfluss auf alles. Und wenn einer sich zum Beispiel versucht, was anderes zu machen, dann wird die Mineralölgesellschaft gnadenlos gegenüber dem Pächter vorgehen. Harsche Vorwürfe eines langjährigen Aral-Mitarbeiters. Ich konfrontiere Aral auch mit diesen Vorwürfen. Nimmt die Aral Einfluss auf die Personalplanung der Pächter? Die schriftliche Antwort? Die Personalhoheit liegt in der alleinigen Verantwortung des Pächters als Arbeitgeber. Nochmal treffe ich mich mit dem Aral-Tankstellenpächter Peter R. Ich will mit ihm über das Thema Personal reden. Auch er hat, wie die meisten Pächter, Angestellte und Auszubildende in seinem Betrieb. Bis 2012 gab es eine Geschäftsplanung, wo auch feste Kosten für Personal drin sind. Und wenn dann, wie sich herausstellte, dass man mit den Kosten nicht übereinkam, dass es dann eben hieß, sie müssen Mitarbeiter entlassen oder günstigere Leute einstellen oder Auszubildende einstellen oder selbst mehr noch in der Kasse arbeiten. Und das ist Ihnen ganz konkret auch gesagt worden? Das ist konkret gesagt worden von dem Bezirksleiter. Also doch, Kostenersparnis auf dem Rücken der Pächter und Angestellten. Im internen Aral-Video von 2011 verspricht ein Manager Verbesserungen.
Wir sehen uns hier in der Verpflichtung und wir sehen uns hier in der Verantwortung, tatsächlich eine gemeinsame Lösung mit Ihnen zu finden, sodass der Arbeitsplatz Tankstelle A attraktiver wird, B leistungsgerechter entlohnt wird. Hat sich seitdem bei der Aral etwas getan? Der Arbeitsplatz Tankstelle gilt bei vielen immer noch nicht als besonders attraktiv. In Foren finden sich Berichte von miserablen Arbeitsbedingungen und fehlenden Sozialleistungen. Doch in Foren wird viel geschrieben. Ich versuche mehr herauszufinden und bekomme Kontakt zu einer Frau, die seit Jahren als Aushilfe an einer Aral-Tankstelle arbeitet. Die Frau, nennen wir sie Paula M., möchte ebenfalls nicht erkannt werden. Sie hat Angst, ansonsten ihren Job zu verlieren. Einstiegslohn war 6,30 Euro. Und dann meinte der Pächter, nach einem Jahr können wir noch mal gucken. Dann sind wir auf 6,80 Euro gekommen. Ja, und dann habe ich 6,80 Euro gekriegt erstmal. Das ist gar nichts. Anfang des Jahres hat die Bundesregierung einen Mindestlohn von 8,50 Euro beschlossen. Der gilt natürlich auch für Angestellte in Tankstellen. Auch Paula M. bekommt seitdem 8,50 Euro die Stunde. Der Mindestlohn, hat er sich eigentlich rentiert? Nein, gar nicht. Ganz im Gegenteil, ich dachte erst, ach schön, wir kriegen 8,50 Euro. Das ist mehr Geld. Aber jetzt komme ich nicht auf die Stunden. Wir werden nicht mehr eingesetzt am Wochenende. Das heißt, wir kriegen zwar einen höheren Stundenlohn, aber im Endeffekt ist es das Gleiche, weil wir weniger arbeiten. Ich fühle mich verarscht. Das Arbeitsrecht unterscheidet nicht zwischen Aushilfen und Vollzeitkräften. Grundsätzlich haben alle die gleichen Rechte. Bei Paula M. ist das anders. Ich bekomme keine Feiertags- und Sonntagszuschläge. Wenn ich frei nehme, kriege ich nichts bezahlt, nein. Lohnfortzahlung im Krankheitsfall? Nein, auch nicht. Überstunden, werden die bezahlt? Nein, ich habe eine Zeit, die ich da sein muss. Und wenn ich es bis dahin nicht schaffe, was ich schaffen muss, wird das nicht bezahlt. Alles, was drüber ist. Paula M. erzählt weiter, sie bekäme immer weniger zu tun. Seit Einführung des Mindestlohns würden Auszubildende und Festangestellte einige ihrer Schichten übernehmen. Also ich weiß, dass die alle mit ihrem Lohn nicht zufrieden sind, weil das sehr wenig ist. Ja, die kriegen Festgehalt, auch nicht viel. Ich weiß, dass einer 900 Euro netto kriegt und den ganzen Tag da ist. Montags bis freitags und jetzt sogar auch mal am Wochenende. Damit kann man ja nicht leben. Die von Paula M. beschriebenen Arbeitsbedingungen verstoßen offenbar gegen geltendes Recht. Ihren Arbeitgeber, den Aral-Pächter, kann ich damit nicht konfrontieren, da sonst die Identität von Paula M. aufgedeckt würde. Also wende ich mich mit dem Fall erneut an die Aral-Zentrale. Aber hier will niemand dazu Stellung nehmen. Aral verweist darauf, die Personalhoheit liege in der alleinigen Verantwortung des Pächters als Arbeitgeber. Darüber möchte ich mehr erfahren und bewerbe mich selbst als Aushilfe an einer Aral-Tankstelle. Beim Vorstellungsgespräch mit der Pächterin filme ich mit versteckter Kamera. 8,50 Euro habe ich schon lange vor dem Mindestlohn gezahlt. Das bekommen Sie natürlich auch. Außerdem Nacht- und Sonntags- und Feiertagszuschläge. Mir ist das sehr wichtig, da korrekt zu sein. Wir suchen jemanden für langfristig. Das ist nicht so einfach, weil wir von der Bezahlung nicht so hoch angesetzt sind. Ich würde ja auch gerne mehr bezahlen, aber tja. Für diese Pächterin war es selbstverständlich, auch Zuschläge zu zahlen. Das scheint jedoch zu selten vorzukommen, berichten mir Experten. Besonders in strukturschwachen Regionen würden viele Pächter unter den Personalkosten leiden, besonders durch den Mindestlohn. Auch dazu stelle ich eine Frage an die Aral. Ich will wissen, ob das Unternehmen die Pächter wegen des Mindestlohns finanziell entlasten wird. Darauf antwortet Aral: Dies wird von Aral im Einzelfall geprüft. Gerne hätte ich ein persönliches Gespräch mit einem Aral-Verantwortlichen geführt. Immer wieder habe ich mich darum bemüht. Am Ende versuche ich es auch noch einmal direkt und fahre zur Zentrale nach Bochum. Ja, guten Tag. Ich stehe, wie Sie ja vielleicht heute schon mitbekommen haben, hier vor der Tür und wollte Sie dann doch fragen, ob Sie nicht doch spontan für ein Interview Zeit haben und uns das ermöglichen wollen. Nein, das können wir leider nicht machen. Wir haben das im Haus auch noch mal besprochen, aber das können wir leider nicht machen. Berlin. Hier hat der Mineralölwirtschaftsverband seinen Sitz. Er vertritt die Interessen der großen Mineralölkonzerne, auch die von Aral und der BP.
Ich bin mit dem Pressesprecher des Verbandes, Alexander von Gersdorf, verabredet. Ihn konfrontiere ich mit den Problemen in der Branche, mit der vermeintlichen Macht der Mineralölgesellschaften und den Existenzängsten vieler Tankstellenpächter. Sieht er die Mineralölgesellschaften in der Verantwortung, Dinge zu verbessern? Das ist Sache des Unternehmens, das auch mit den Pächtern auszuhandeln. Das ist auch Sache der einzelnen Mineralölgesellschaften mit Pächterverbänden zu besprechen. Das ist sozusagen Unternehmenssache. Also keine Haltung dazu? Hier kann der Mineralwirtschaftsverband nichts sagen, weil es Angelegenheit der einzelnen Unternehmen ist. Sie sind ja der Verband, der die Haltung der Mineralölgesellschaft vertritt. Also Sie müssen eine Haltung dazu haben. Halten Sie es für wichtig und angemessen, dass die Bedingungen für die Pächter und die Angestellten zukünftig verbessert werden sollen? Es ist im ureigensten Interesse der Mineralölgesellschaften, dass sie ein gutes Verhältnis haben zu ihren Partnern, zu ihren Pächtern. Denn alle Seiten wollen ja, dass das Tankstellennetz so für jede Mineralölgesellschaft einzeln weiterhin bestehen bleibt und auch Gewinn abwirft. Es ist ja legitim, Gewinne zu machen, denn nur so können die Tankstellen am Markt bestehen. Und daran arbeiten die Mineralölgesellschaften zusammen mit ihren Partnern. Konkrete Antworten bleibt Alexander von Gersdorf mir leider schuldig. Sicherlich, es gibt viele Tankstellenpächter, die gut von ihrem Geschäft leben können. Doch offensichtlich gibt es auch viele, die große Schwierigkeiten haben. Der Aral-Tankstellenpächter Peter R. ist einer von ihnen. Ihn drücken finanzielle Sorgen und von der Aral fühle er sich nicht gut unterstützt. Immer wieder habe er darüber nachgedacht, alles hinzuschmeißen. Warum machen Sie das überhaupt noch? Ja, weil ich keine andere Alternative im Moment sehe. Und dadurch, dass ich viele Jahre dabei bin, kann ich nicht einfach zum Arbeitsamt gehen und sagen, ich kriege jetzt Arbeitslosengeld. Ich kriege nichts. Viele haben auch ihre Renten und Lebensversicherungen aufgekündigt. Die haben keine Rücklagen mehr. Da ist alles Geld aufgebraucht, dass die wirklich auch vor Null stehen und dann zum Sozialfall werden. Viele Tankstellenbetreiber stehen unter Druck. Pächterberater Achim Hirsch hat eine Vorstellung davon, was man besser machen könnte. Wenn Sie die Zitrone immer weiter pressen und pressen, die gibt irgendwann keinen Saft mehr. Ja? Und dann ist es vorbei. Liebe Mineralölgesellschaften, denkt bitte drüber nach, dass es einen Umverteilungsprozess endlich mal geben muss. Nicht von unten nach oben, sondern auch mal wieder von oben nach unten. Und dann hat die Branche für die Zukunft auch eine Chance. Die Klagen vieler Pächter haben jetzt auch die Politik erreicht. Bundeswirtschaftsminister Gabriel hat sich mittlerweile mit Vertretern der Mineralölwirtschaft und Pächterverbänden getroffen. Es wurden angeblich Maßnahmen besprochen, die künftig zu mehr Fairness in der Branche führen könnten. Offiziell ist darüber aber nichts zu erfahren. Das Treffen fand hinter verschlossenen Türen statt und es wurde Stillschweigen vereinbart.